Christabend, liebe Gläubigen, wir haben dieses Evangelium gehört von der Aussendung. Der Herr hat nicht nur seine 12 Apostel ausgesandt, sondern auch 72 andere Jünger. Auch sie sollten dem Herrn vorangehen in all die Städte und Ortschaften, in die er dann selbst gehen wollte. Sie sollten so etwas wie Johannes der Täufer sein, Wegbereiter des Herrn. Er schickt sie voraus. Die Ernte ist groß, sagt er. Es gibt nur wenig Arbeiter. Jeder von uns und jede ist ein Arbeiter für den Herrn. Der Herr will, dass wir alle mitwirken am Reich Gottes durch unsere Liebe, durch unsere Hingabe, durch unser Gebet, durch unser Opfer. All das bereitet dem Herrn den Weg. Mut dürfen wir haben, nicht Kleinmut, sondern Großmut und großmütig sein den Mitmenschen gegenüber. Mut haben, uns nicht zu fürchten, auch nicht vor den Wölfen. Seht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ja, Wölfe, da müssen wir nicht erst gegen den finsteren Wald gehen, um Wölfe zu finden. Und Wölfe können oft in der eigenen Familie sein. Ne? Da kann man schon auf Wölfe treffen. Ne? Wölfe kann man am Arbeitsplatz sehen oder finden. Ne? Wölfe, sogar in der Kirche Gottes kann es Wölfe geben. Wölfe finden wir überall. Aber ich habe euch, habt Mut, sagt der Herr. Ne? Müsst keine Angst haben vor den Wölfen, denn ich bin mit euch. Ne? Und wenn er in ein Haus kommt, so sagt Friede diesem Haus. Wenn wir zurückkommen in unsere Häuser, so dürfen wir dieses Wort Jesu mitnehmen und sprechen, Friede meinem Haus. Und wenn wir zu Häusern anderen kommen, dürfen wir auch sagen, Friede diesem Haus. Das muss nicht laut ausgesprochen werden. Wenn man spürt, da kann man das nicht anbringen, dann spricht man das in der Stille. Friede diesem Haus. Herr, dein Friede möge mit mir in dieses Haus hineinkommen, wo ich gerade bin. Dein Friede soll die Leute umwandeln. Dein Friede soll in allen Herzen eintreten. Dein Friede soll die Welt verwandeln. Denn der Herr will, dass die ganze Welt verwandelt wird. Ja, wo es geht und wo es angebracht ist, kann man auch das Wort Gottes verkünden, aber man muss es spüren. Man kann nicht mit der Brechstange oder mit dem Vorschlaghammer zuschlagen, wenn die Leute gar nichts wissen wollen von dem. Man muss Weisheit haben, wie bringe ich denn das Wort Gottes an, damit auch etwas davon gehört wird, etwas in die Herzen kommt, damit ich nicht mit dem Vorschlaghammer alles gerade zuschlage und dass dieser Mensch dann gar nichts mehr wissen will von Gott. Das braucht die Weisheit. Jesus hat die Weisheit Gottes gelebt und auch wir dürfen in der Weisheit Gottes sehen, im Heiligen Geist erkennen, was kann ich sagen, wo muss ich schweigen, wo ist es einfach nur zum Beten, wo kann nur das Gebet den Menschen helfen, wo wird nur das stille Gebet angenommen, weil es dann eben von Gott her hinübergebracht wird. Nicht wir bringen es hinüber, sondern der Herr bringt es in uns hinüber, wenn wir beten, auch in der Stille, wenn wir den Frieden halten, wenn wir im Frieden leben. Immer wieder dürfen wir durch die Tat und durch unser Leben den Glauben verkünden. Das muss das Erste sein. Das Leben muss gleichförmig sein mit Christus. Das ist eine Verkündigung. Der Heilige Franziskus hat gesagt eben, da kam einmal ein Mann zu ihm und sagte, ja, wie kann ich das Wort erfüllen, dass ich allen die frohe Botschaft bringe und dass es überall hinkommt. Und da hat der Franziskus gemeint eben, wenn du nur so in Gott drinnen bist, dann ist Christus in dir drinnen und dann predigst du, obwohl du nichts sagst. Dann predigst du durch dein Sein ohne Worte. Und das hat er gesagt, das können wir immer durch unser Sein in Christus sein, inmitten, auch wenn manche Wölfe herum sind, in Christus feststehen, in Christus die Liebe leben, in Christus den Frieden halten. Auch wenn die Leute manchmal in Unfrieden sind und uns vielleicht anklagen und so weiter, im Frieden Christi bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig,
dass der Friede in uns bleibt und dass wir immer in Gott, in seinem Frieden drinnen sind. Und immer wieder dürfen wir uns zum Gebet zurückziehen, zur Stille, im kleinen Kämmerchen oder in einer Kapelle oder in der Heiligen Messe teilnehmen und immer wieder aufdanken vom Herrn. Das ist wie eine Tankstelle, immer wieder zum Herrn kommen, immer wieder sich neu aufladen lassen, damit uns eben die Geduld nicht ausgeht, damit uns nicht der Friede ausgeht und nicht die Liebe ausgeht. Immer wieder dürfen wir den Herrn bitten, schenke mir deine Geduld, schenke mir deine Liebe, Jesus, damit ich mit deiner Liebe geduldig lieben kann, wie du liebst. Ja, da haben wir dann plötzlich dieses Wort im Evangelium, wo die Jünger zurückkommen und sagen eben, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Und da sagt der Herr nicht, ja, wunderbar, habt ihr das gemacht, sondern er sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und das hat er ihnen zur Warnung gesagt. Ne? Denn wer so große Dinge tun kann, wie Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, der soll sich nicht überheben. Denn der, der sich überhoben hat, der wurde wie ein Blitz hinabgestürzt. Der Satan, der Luzifer, war der Größte und der Schönste aller Engel. Ne? Hat viel Herrlichkeit gehabt als Gott. Aber was hat er nicht gehabt? Er hat das nicht gehabt, was die Mutter Gottes hat. Ne? Er hat keine Demut gehabt und keinen Gehorsam. Ne? Und wer keine Demut und keinen Gehorsam hat, der wird genauso hinuntergestürzt. Da kann er noch so viel Teufel austreiben, da kann er noch so viel krank heilen, kann er noch so viel beten, noch so viel in die Messe rennen. Wer die Demut nicht hat, wer Gehorsam nicht hat, der hat nichts. Gehorsam zur Heiligen Schrift, zum Wort Gottes und nicht nur das rausnehmen, was mir passt, das andere lasse ich weg. Gehorsam zur Kirche, zum Katechismus, da steht alles aufgeschrieben. Gehorsam müssen wir werden, gehorsam sollen wir sein, sonst ist alles für nichts. Ist alles für die Katz letztlich dann. Aber den Gehorsam lernen wir von der Mutter Gottes Maria. Siehe, bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie wollte immer nur das Wort Gottes leben, immer nur auf den Herrn hören, immer nur ganz gehorsam sein, auch da, wo sie es vielleicht nicht verstanden hat. Sie war immer ganz gehorsam und sie war immer ganz demütig. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Und wenn wir zu den Großen des Himmelreiches gezählt werden wollen, dann müssen wir nicht große Taten hier auf dieser Welt vollbringen, sondern dann müssen wir klein werden, ne? Wie die Mutter Gottes. Ne? Sie hat auch keine großen Taten vollbracht, keine äußerlich großen Taten. Aber sie war ganz, ganz demütig, ganz rein, ganz gehorsam, ganz dem Herrn hingegeben und so wurde sie erhöht über alle Engel und alle Heiligen. Sie hat dann den Platz eingenommen, den der Satan verloren hat. Und wir, wenn wir demütig sind, wenn wir den Frieden halten in unserem Herzen, wenn wir gehorsam sind zu Gott, zum Evangelium, zu der Heiligen Schrift, zur Kirche, dann gehören wir zu den Großen des Himmelreiches. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Da muss man nur von seinem eigenen Stolz runterkommen, muss man ein hörendes Herz haben, nicht meinen, ich weiß schon alles besser, sondern ich darf auf Gott hören, ich darf die Heilige Schrift zu Hilfe nehmen, da ist das Wort Gottes, ich darf den Katechismus lesen, da ist alles drinnen, nicht da, da mich danach ausrichte, dann komme ich ganz sicher in den Himmel, weil der Herr mir diesen Himmel schenkt, weil ich ihn mich nicht selbst erwerben will, sondern weil ich ihn als Geschenk Gottes annehme. Dann kann uns auch nicht schaden, wenn wir gehorsam sind und demütig sind. Da kann der Mensch nicht schaden. Im Stolz, da wird der Teufel hat ihn da schnell gefangen. Aber im Gehorsam, da kommen wir gut durch die Welt. Es gibt auch eine Geschichte vom heiligen Franziskus, da sah ein Mitbruder die Welt voller Schlingen liegen. Und er rief zu Gott, Herr, wie komme ich da nur durch diese Welt, durch die Schlingen, die in der Welt liegen. Und da kam die Stimme von Jesus, die ihm sagte,
nur durch und nur mit der Demut. Nur mit der Demut kommst du durch. Deswegen dürfen wir demütig sein in unserem Alltag, auch den Mitmenschen gegenüber. Demütig, nicht stolz, nicht meinen, wir wüssten schon alles, sondern auch demütig mal zurückstecken. Wie viel musste ich in meinem Orden zurückstecken auch noch? Wenn man im Orden eintritt, das wissen die Schwestern, das wissen ja alle, die mal im Orden waren, da muss man sehr zurücktreten, klein werden, demütig werden, gehorsam werden, sich hinten ansetzen und die Meinung der anderen gelten lassen, auch wenn es nicht die eigene Meinung ist. Da muss man manchmal Dinge tun, die man von sich aus jetzt nicht so tun würde, man würde es anders tun. Aber weil man im Gehorsam gebunden ist und weil man den Gehorsam gelobt hat, dann kommt eben auch durch den Gehorsam ganz, ganz viel Segen. Manchmal geht das längere Zeit, muss man darauf warten. Ich musste zum Beispiel auch 10 Jahre warten, bis man mich losgelassen hat, um hier so Exerzitien, Seminare zu machen und so weiter. Ich habe mich in dieser Zeit in der Stille vorbereitet, in der Demut und im Gehorsam geübt und sagte, ja, Herr, es ist deine Zeit, wenn es dann rauskommt. Ja, der Pater Pio zum Beispiel, der war ja auch lange Jahre suspendiert, durfte nichts öffentlich wirken, aber er war ganz gehorsam, ganz demütig hat er das angenommen, hat darunter gelitten, aber hat es mit Jesus getragen. Und schließlich kam er zu diesem Zustand, in diesem Frieden Gottes hinein, dass nach ein paar Jahren der Ober ihn besucht hat und gefragt hat, wie geht's dir denn? Er sagte, es geht mir wunderbar. Ich habe mich ganz mit meiner Situation eingefunden, habe mich vollkommen versöhnt, möchte gar nichts anderes haben. Und dann hat der Generalober gesagt, so, jetzt gehst du raus und jetzt schaffst du wieder. Gott hat ihn so geformt, den Pater Pio. Und er sagte dann, in dieser Zeit, wo er nichts getan hat nach außen, hat er mehr Seelen gerettet, als in der Zeit, wo er Tag und Nacht im Beichtstuhl war, die Heilige Messe gefeiert hat, öffentlich und so weiter. Das hat eben Gott in ihm gewirkt und durch ihn, durch seine Demut, durch seinen Gehorsam. Er hätte sagen können, ich habe doch alles das gemacht und so weiter. Und die Leute, die rennen mir an Scharen nach, seht ihr das nicht? Nichts hat er gesagt. Demütig war er, gehorsam, arm im Geist. Und so ist er zu einer der ganz Großen geworden. Und wir dürfen viel, viel von diesem wunderbaren Pater lernen. Und vor dem heiligen Franziskus, der ja als erster in dem Orden, der die Franziskaner gegründet hat, wo auch Kapuziner herausgekommen sind, dass so viel geschehen, so viel Gutes geschehen. Und wenn wir uns an der Demut des heiligen Franziskus orientieren, die wunderbar ist und die groß ist, musst du das mal lesen, wie demütig er war, wie gehorsam, wie liebevoll, wie Hingabe, wie der Frieden gehalten hat in seinem Herzen. Das ist wunderbar. Und wenn wir so versuchen, etwas von dem auch in uns zu halten und zu verwirklichen, dann sind unsere Namen wirklich eingeschrieben in der Hand des Vaters. Dann sind unsere Namen im Himmel verzeichnet. Und da können wir gar nicht verloren gehen. Und da können wir ganz, ganz viel bewirken. Auch in der Stille, im Gebet, ganz viel bewirken. Ganz viele Menschen mitnehmen, im Geiste zum Herrn mitnehmen. Und er schenkt Gnade und Liebe auch durch unser ganz armseliges Dasein. Ja, es kommt auf das Sein an, nicht auf das Tun. Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen als Kinder Gottes leben, ganz aus seiner Gnade. Wir dürfen ganz in ihm sein, unser Sein, ganz in das große Sein Gottes hineinstellen und uns immer wieder ganz von ihm empfangen und ihm wieder alles zurückschenken. Deswegen sagt der heilige Franziskus auch, behaltet nichts von euch für euch zurück, sondern gebt euch dem Ganzen ganz hin. Amen. So wollen wir miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater.